damit haben wir es endlich geschafft. Nach ungefähr jetzt 3 Stunden Fahrt vom Athener Flughafen aus gesehen, sind wir endlich an unserer Unterkunft angekommen. Gerade einmal 5 Minuten Fahrt und wir sind in unserem heutigen ersten Klettergebiet hier in Leonidio angekommen. Da oben geht es heute hoch zu der Cave of Paniglia. Das typische Kommentar darf natürlich am Anfang eines solchen Urlaubs wieder nicht fehlen. Ich hasse Zustiege. Oh, nö. Ich kann die ersten Kletterer sehen. Es ist ganz schön steil hier. Aber da vorne sind sie. Da vorne sind so roten. Ich bin jetzt fast oben, die anderen sind ein Stück hinter mir geblieben. Ich kann sie nicht verübeln. Ich meine, das waren knapp, ich würde mal schätzen, 300 Meter in einer knappen halben Stunde, die wir jetzt hier hochrennen. Und das über diese Geröllfelder hier. Peace out. Gleich gebe ich um. Gleich ist es halt. Oh Gott. Der Zustieg war ganz schön ätzend. Ja, ich habe es mir ausgesucht. Peter hat es auch geschafft. Er lebt noch. Das war richtig scheiße, ich geb's zu. Was, ist das Peter? Nein, das ist dieser Zustieg. Bis oben reicht es. Runter müssen wir dann gucken. Ja, sehr freundlich. Ich finde es schön, dass ihr so meine Sicherheit besorgt habt. Ja. Du bist das doch sicher, kommst halt nur nicht runter. Du wolltest ja auch hoch. Die erste Hälfte meiner ersten 6A Plus jetzt hier im Urlaub ist geschafft. Man merkt, dass ich ein halbes Jahr raus bin. Jetzt fehlt nur noch dieser kleine Sinterabschnitt da oben.
Doch, wir können das bei jedem Hund und jeder Katze machen. Wir sind jetzt seit etwas mehr als einer Stunde an unserem heutigen Klettergebiet angekommen, den Two Caves. Und außenrum führte ein toller Weg nach hier oben. Also ich bin jetzt schon am Ausstieg der ganzen Route oder sogar noch ein gutes Stück höher, würde ich mal behaupten. Ich gehe mal davon aus, dass ich gerade so 200 Meter einfach nach oben geklettert bin. Leider erscheint mir der Rest der Route, die letzten 50 Meter bis zur Felsspitze, nicht mehr so ganz ohne Seil machbar. Deswegen werde ich das jetzt hier abbrechen, aber bis hier hat sich der Blick doch auf jeden Fall schon mal gelohnt. Ich meine, dieser Weg hier runter ist jetzt auch nicht ganz ohne. Gerade für unsere heutige Mehrseillänge oder beziehungsweise wahrscheinlich die einzige Mehrseillänge, die wir hier in diesem Urlaub machen werden können. Es gibt nämlich nur eine einzige, die im Schwierigkeitsgrad 5c nicht hinausgeht. Wir könnten zwar noch ein bisschen mehr, aber gut, wir sind jetzt auch den dritten Tag am Klettern. Ne? Insgesamt 175 Meter geht es hier in dem Gebiet, ich kann es gar nicht aussprechen, Kukinuvarachus Central, hier im Sektor Right of the Flag. Insgesamt 7 Seillängen nach oben. Wir haben alles gerafft, die Nervosität kommt. Oh ja. Und diese ganze Wand geht's heute hoch. Ich bilde heute mit der Kana eine Seilschaft, Peter geht mit Markus. Ich bin schon gespannt. Hier direkt ums Eck müsste unsere Mehrseillänge starten. Man sieht jetzt gerade hier in der Wand ein paar Leute. Also eine Seilschaft bestehend aus 4 Leuten, die jetzt gerade eine Mehrseillänge direkt hier vor Kopf machen. Weiß nicht, was das für eine Mehrseillänge ist. Unsere ist es nicht. Der Zustieg ist genauso hart wie am ersten Tag. Da unten kommt gerade der Markus. Erstmal ein Päuschen. Schön war's. Ja. Hat mir gut gefallen. Wie ein Abstieg? Ich liebe es. Abstieg. Feierabend. Einfach fallen lassen, runterwurzeln. Geil. Ja. Nachkommen, ich klettern. Da geht's ja immer ein bisschen drüber. Leider Gottes, ist hier echt einiges los hier am Einstieg dieser Route. Wir haben insgesamt 3 Seilschaften, die jetzt hier drauf gewartet haben. Das ist eine 3er-Seilschaft, die jetzt gerade oben über den Kopf raus ist. Endlich fertig wird und oben den Stand freigibt. Kana und ich werden jetzt noch ein bisschen warten müssen. Markus und Peter machen jetzt die Vorhut. Markus und Peter sind bereits oben, also geht's für uns jetzt hinterher. Dann mal los. Guten Tag, Daumen. Dauert ein bisschen. Gut. Es ist jetzt bald 15 Uhr. Wie man sehen kann, haben wir noch einiges vor uns. Die Jungs vor uns, also diese Dreierseilschaft, die ich eingangs erwähnt hatte, die kommt einfach wirklich nicht aus den Füßen. Schreit die ganze Zeit nur rum.
Das ist echt ein Nachteil beim Klettern, man kann halt einfach nicht überholen. Ich sitze jetzt hier in dem Schatten ungefähr seit anderthalb Stunde um den Dreh. Es lohnt sich einfach nicht weiterzugehen, weil... Ja. Aber es ist Urlaub. Wer kann schon behaupten, zwei Schachpartien in der Wand hängend auf 80 Metern gewonnen zu haben? Mal eine Dreiviertelstunde später. Ich glaube, wir können jetzt los. Nachstieg. Sehr cool. Dritte Seillänge. Jo. Und es geht direkt weiter. Und es geht direkt weiter. Ist zu. Jetzt wird langsam höher. Juhu. Noch zwei Seillängen haben wir vor uns, dann haben wir es geschafft. Ich glaube, ich habe jetzt so gerade 100, 150 Meter unterm Hintern. Mehr als 30, 40 sind es dann jetzt auch nicht mehr bis oben. So ein Ausblick. Bilder hier noch aus der Route. Wir sind gerade am letzten Stand. Da oben ist dann der Ausstieg. Da ist ja. es dann vorbei. Aber das Gefühl, hier hoch zu klettern und dann so langsam über dieses Bergmassiv zu kommen, das war schon ziemlich geil. Das war echt cool. Und die Aussicht belohnt uns auf jeden Fall für einen sehr langen Tag. Wartemarathon. Sehr langen Wartemarathon, genau. Ich will, dass die Griffe angemalt sind, wie in der Halle. Letzter Blick runter zur Kana. Oh, geschafft. Natürlich auch noch nicht gänzlich geschafft. Wir müssen ja die ganze Strecke wieder runter. Und das wird dort vorne erfolgen. Da geht's dann wieder runter. Und ich dachte, wir seilen uns ab. Ja. Ja, kommt drauf. Kommt drauf. Das nenne ich mal einen Abstieg. Und hüpf. Warte noch, warte, ganz kurz, Peter, bevor du das Chaos perfekt machst. Seil! Bin da weg. Auf Wiedersehen. Markus ist jetzt gerade in die Abseilroute eingestiegen. Und da vorne kann man unsere Route erkennen, die wir hochgeklettert sind. Da unten ging's los. Und dann hier auf dem gesamten Fels bis nach ganz oben. Na gut. Nach drei Tagen der Kletterei stand nun endlich unser erster Pausetag an. Wir wollten nun endlich einmal etwas die Umgebung von Leonidio kennenlernen und haben uns deswegen als Ziel das Kloster Ilona ungefähr 20 Kilometer landeinwärts ausgesucht. Auf dem Weg dorthin sind wir noch von diesem Klettergebiet in den Bann gezogen worden, welches wirklich sehr krasse Überhänge und krasse Routen hatte. Danach ging es dann für uns nach Leonidio, um uns das erste Mal die Stadt ein bisschen anzuschauen und uns auch ein wenig zu stärken. Gefolgt von einem kurzen Abstecher zu einer nahegelegenen Bucht, bei der wir in den folgenden Tagen wahrscheinlich auch klettern gehen möchten. Aber jetzt eigentlich nur, um die letzten Sonnenstrahlen noch im Wasser zu verbringen. Für den Zustieg. Ja,
halte ich mal gut am Busch fest. Was macht ihr denn da? Komm sie wieder hoch! Was? Geh weg! Komm sie wieder hoch! Nein! Ich geh immer runter! Wollen wir den Peter da hängen lassen? 1, 2 Superman! Kann ich nicht! Ich bin ja nicht so mutig wie der! Ah. Es ist Donnerstag, eigentlich unser 5. Tag des Kletterns heute hier im Urlaub, nachdem wir vorgestern unseren Pausetag gemacht haben. Allerdings merke ich nach dem Projektieren gestern, meine Schulter doch wieder ein bisschen Probleme macht. Deswegen habe ich heute nach der ersten Route jetzt abgebrochen für heute mit dem Klettern und mir deswegen ein anderes Projekt gesucht. Ich suche einfach von unserer Küste aus einen möglichst schnellen Weg ganz nach oben auf die Berge drauf. Das sieht mir momentan nach der besten Möglichkeit dafür aus. Ich bin jetzt schon einige Felsen umlaufen. Mal gespannt, ob das klappt. Richtige Wege gibt es hier nicht mehr. Also, die Bauarbeiten scheinen noch nicht abgeschlossen zu sein. Die Schaufel ist noch da. Das sind alte Ziegenställe. Also ich gehe tatsächlich davon aus, dass das hier das Gebäude des Hirten gewesen sein wird. Wie lange hier wohl keiner mehr gewesen ist. Also Wege führen hier leicht nicht hin. Das nächste Ziel liegt hinter mir. Da wollen wir auch noch hoch. Thank you.
Irgendwo da unten befinden sich jetzt Kana, Markus und Peter. Und sie haben mir gerade bei WhatsApp geschrieben, dass sie nämlich gerade ein Bad nehmen. Also irgendwo da vorne an der Küste sind die jetzt gerade. Von hier aus natürlich überhaupt nicht zu erkennen. Aber genau da geht es jetzt wieder für uns hin. Diesmal aber über ganz humane Wege. Wir folgen dem offiziellen Pfad jetzt zurück über Leonidio. Also wir laufen jetzt gleich wirklich dann einmal durch die Innenstadt durch. Also sind ca. 10 Kilometer. Sitzt man hier auf einer Arschbacke ab. Damit ist es jetzt auch schon so gut wie geschafft. Ich bin jetzt gleich wieder zurück am Strand. Und da kann man nochmal meine Route sehen, die ich heute gegangen bin. Bin ungefähr hier gestartet, bin dann hier rum. Auf gut Glück, dass ich mit dieser Schneise hier dieses Felsmassiv übersteigen kann. Und dann ging es hier einmal über diese Kante nach oben. Ungefähr hier müsste dieser Hirtenstall gewesen sein. Und irgendwo hier war diese Felsnische. Nachdem ich dann einmal hier oben drauf gestanden hatte, das müsste die Stelle gewesen sein, ungefähr wo der Brunnen gewesen ist, ging es dann einmal hinten rum wieder an Leonidio herum, um jetzt wieder gleich in ca. 10 Minuten, 15 Minuten endlich wieder am Strand zu sein. Jetzt mach's doch mal kaputt, Mensch! Entgegen meiner Aussage von vor 4 Tagen, als wir die Meerseillänge gemacht haben, steht heute doch nochmal eine Meerseillänge an. Wir haben uns, ich habe alle überreden können, dass das doch bestimmt noch eine gute Idee ist, noch eine 6A Meerseillänge hinterher zu schieben heute. So ziemlich im gleichen Gebiet, ein bisschen weiter rechts. Also man kennt, dass wir uns immer noch im gleichen Tal befinden. Hoch geht es ungefähr hier. Man kann gerade hier auch 2 Kletterer erkennen. Da ist einer und da ist einer. Und hier die Wand geht's nach oben heute. Glücklicherweise ist der Zustieg um einiges angenehmer, denn hier gibt es einen Weg. Schade ist nur, dass wir hier oben jetzt den griechischen Nationalfeiertag, der heute stattfindet, verpassen. Wir sehen nämlich da unten gerade die Parade, die schon aufgebaut wird. Die hätte ich mir tatsächlich gerne angeschaut. Das ja. Markus ist jetzt im 2. Stand, das heißt, für uns geht's jetzt auch los. So. Kurz kontrollieren, da wir ja alles gelöst haben. Das ist okay. Du kommst bitte hier drüber. Okay. Dann löse ich Stand. Mhm. Noch Echsen, ich habe Aufbaumaterial. Dann bin ich jetzt mal weg. Bis gleich. Uah. Den habe ich gerade rausgeholt. Kann ich dem jetzt vertrauen oder nicht? Da kann man gerade den Peter 2 Seillängen weiter sehen. Ja, und da unten kommt jetzt die Kana. Das war eine harte 5C. War eine harte 5C, fand ich auch. Also. Du rennst jetzt auch hier und das war ich ja auch. Sehr gut. So, also Notfallplan. Ne? Also falls das gleich mit der 6A nicht funktionieren sollte. Also du müsstest jetzt theoretisch den Teil bis da drüben vorsteigen. Das ist eine 4. Das einmal hier drüber traversieren, die 2 Umlenker siehst du da rechts in der Kante. So, das ist der letzte Teil, den du vorsteigen würdest jetzt nach aktuellem Plan. Das ist eine 4. So, nächste Stand ist da oben. Das heißt, erstens, wir können versuchen, dass ich den Rucksack hochziehe. Ja. Zweitens, wenn du tatsächlich nicht hochkommen solltest, weil dich die Kraft verlässt, kann ich mich von da oben, kann ich dich wieder hier runterlassen zu dem Umlenker. Ja. Und ich seil mich wieder zu dir ab und wir können ohne Probleme wieder runter. Okay. Also es ist gar kein Problem, falls es bei dir nicht funktioniert. Wir kommen immer raus aus der Route. Okay. Also es ist gar kein Problem, wenn es jetzt irgendwie nicht klappen sollte. Ja, ja. Also ich versuch's. Ja, schauen wir mal. Genau. Die vorletzte Seillänge, in der wir jetzt gerade sind, beziehungsweise die Kana gerade jetzt noch nachsteigt,
dann sind wir auch schon so gut wie oben. Diese 3-6a Abschnitte, die steige ich jetzt gerade alle vor. Kana guckt dann, ist dann im Nachstieg und muss gucken, dass dieser uns viel zu schwer geratene Rucksack mit nach oben kommt. Also da müssen wir das nächste Mal echt optimieren. 5 Kilo ist eindeutig zu viel. Krass, was die 5 Kilo mehr auf dem Rücken ausmachen, oder? Das klingt nicht viel, aber kriegt man nichts mehr gehalten. Ich gehe los. Und ein letztes Video, bevor ich jetzt aussteige, runter zur Kana, in der, die noch gerade im 6. Stand hängt. Da ist es dann auch geheuer. Ja, ich bin fertig. Stand! So. Sehr cool, du bist oben. Sehr schön, Gott sei Dank. Oh, nice. Wir haben es geschafft. Wieder einmal. Zwar mit ein bisschen Trickserei. Schmeiß und Trickserei und ein paar Tränen. Sehr schön. So. Kana und ich sind oben. Markus und Peter, ja gut, die haben jetzt ein Stündchen darauf gewartet, weil wir da ein bisschen ja mit dem Rucksack noch ein bisschen rumtricksen mussten unter anderem. Aber deswegen machen die sich jetzt schon fertig. Peter und Thomas und Kana. Die Hunde erwarten uns schon. Da bei dem Strauch, pass auf. Hornissennest. Okay. Das Vieh ist gerade schon in meine Haare geflogen, weil das Seilwind nämlich ins Nest gefallen ist. Und die fanden das gar nicht so lustig. Das glaube ich. Und da wollte ich das Seil da rausholen und dann kam direkt noch ein paar mehr. Mhm. Ja, schon knackig teilweise. Das ist eindeutig über 6a sollte man nicht gehen, weißt du was? Also ich fand den oberen Teil, hätte ich vielleicht sogar fast eine 6a Plus oder so gegeben. Also der letzte Teil war... Der war schon echt knackig. Ja. Da waren wir auch schon eine Weile unterwegs. Ja, ja, gut, klar. Das kommt immer mit dazu, dass man dann einfach schon 6-7 Routen geklettert hat. Inklusive 5-mal Seil einziehen und... dumm rumstehen, irgendwo so, ich sichere dich, aber das habe ich gar Und dann noch Hornissen, die einen angreifen. Da ist es geschafft, wir sind wieder zurück am Auto, gesund und munter. Hier nochmal ein kleiner Blick auf die Route von heute. Unsere Mehrseillänge von vor 4 Tagen war diese Kante hier, bei der wir uns dann ungefähr hier abgeseilt haben. Unsere heutige Route ging hier entlang hoch. Und wir haben uns dann auch direkt wieder über diese Route abgelassen. Das Katzenfutter ist in meinem Fußraum. Natürlich ist das Katzenfutter in deinem Fußraum. Wahnsinnige Geschwindigkeit! Nachdem wir die Kana jetzt verabschieden mussten, da sie jetzt wieder nach Hause nach Deutschland muss, aufgrund einer Fortbildung, die morgen schon startet,
haben Peter, Markus und ich uns jetzt gerade auf den Weg gemacht zu einem weiteren Klettergebiet. Für heute ein Marmorgebiet. Bin ich noch nie geklettert, ich bin sehr gespannt. Kürzester Zustieg überhaupt, Auto steht hinter mir und das ist schon die Kletterwand. Um das Ganze jetzt mal vom Ort so ein bisschen zu beschreiben, wir befinden uns gerade hier. Während Peter und Markus jetzt die erste Route schon anfangen, nehme ich mir die Zeit und schaue mir doch mal das, was bei Google Maps als NATO-Tunnel bezeichnet wird, an. Naja, so richtig spannend ist er jetzt nicht. Geht nicht sonderlich tief rein hier. Der Tunnel hätte ich mir ein bisschen was mehr erhofft. Wir sind jetzt von der Höhle aus nochmal ein bisschen den Berg hochgefahren ins nächste Klettergebiet und sind jetzt hier in so einem Marmorsteinbruch angelangt. Stein und Eisen bricht, aber unsere Route nicht. Alles geht vorbei mit einem letzten Schrei. Es ist Montag, wir haben heute unseren letzten Klettertag und wir haben uns entschieden, zu dem gleichen Klettergebiet zu fahren, welches wir vor 4 Jahren schon mal besucht haben und gesagt haben, dass das wahrscheinlich das schönste Klettergebiet gewesen ist, wo wir jemals gewesen sind. Und das gilt eigentlich so auch noch für bis heute, also von der Erinnerung her. Und ich muss ehrlich sagen, ich bin ein bisschen perplex, denn man kann sich das Video ja wirklich nochmal anschauen von vor 4 Jahren. Da gibt es ja ein relativ ausgiebiges Video zu. Und ich erinnere mich, dass hier die Umgebung einfach wirklich komplett grün zugewachsen gewesen ist und man kann im Hintergrund erkennen, hier muss es wirklich vor kurzem ordentlich gebrannt haben. Da ist nichts mehr von der damaligen Erinnerung übrig. Also es ist tatsächlich ein unglaubliches Gefühl, nach 4 Jahren nochmal hier zu sein, die gleichen Routen zu sehen, aber einfach eine Route weiter links zu klettern, die einfach mal einen Grad schwerer ist und diese Route einfach zu schaffen. Wahnsinnig, dieses Gefühl gerade, einfach wieder hier oben zu sein, nach über 4 Jahren. Nicht alles auf einmal essen, Markus.
GoPro, stopp.